Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Der Dance Man Hallo? und der Rick Valvo melden sich zurück aus der Umzugspause. Musstest du jetzt gerade wirklich überlegen, ist es schon so lange her, dass du nicht mehr wusstest, welcher Manager es ist, oder was? Mann, 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 Mann. Man. Sagt mir wieder, wir haben viel zu lange nicht aufgenommen, aber ja, altes Zeitproblem halt, ne? Was ja nicht heißt, dass wir untätig waren in dieser Zeit. Denn ja, unser Scout-Fenster ist ein bisschen gewachsen. Ja, wir haben da ein paar coole Typen gefunden, alle noch nicht leistbar. Aber zum Beispiel Emre Can, der gefällt uns schon ganz gut. Ja, Und deshalb werden wir ihn auch ausleihen oder es zumindest versuchen. den können wir nämlich sogar für 2 Jahre ausleihen. Da können wir noch ein bisschen drücken. Ja, passt. 350. Darf gegen eigenen Verein spielen. Nur Darf gegen dann gegen eigenen. Bayern spielen. Er darf nur gegen den eigenen Verein. Nein. Ah, oder sollen wir mit dem vorher noch sprechen? So, wir wollen nicht verpflichten, oder ist das beim Laien eigentlich egal? Das wollte man eigentlich bei unserem anderen machen, aber und ich glaube, beim Laien ist es auch wirklich egal. Dann unterbreite ich dir mal ein Angebot. Ja, du weißt schon, mit wem ich meine, mit dem wir vielleicht Ja, sprechen ja, sollten. ja. Denn wir haben uns schon so im Vorfeld so ein paar, ja, Sachen überlegt, dass wir das jetzt hier nicht permanent mit euch noch quasi so rum überlegen müssen. Also, dass es nicht zu lang geht, meine ich damit. Also wir haben einfach schon ein bisschen vorgescoutet, einfach Genau. geschaut, welche würden gut passen. Der Yassine Bonsir zum Beispiel ist auf 4 gescoutet, aber der ist schon recht brauchbar, wie man gesehen haben. Wir haben trotzdem uns so ein bisschen, ja, uns die Idee gehabt, dass wir ihn vielleicht mal für die zweite erstmal ausleihen. Denn wir haben schon ein bisschen weiter auf die Charaktereigenschaften und die haben nicht so hundertprozentig gepasst. Deshalb schauen wir erstmal, wie er sich entwickelt. Und wir haben ja auch gesagt, wenn wir ihn dann hochholen würden, gäbe es dann vielleicht sogar noch einen Moralbonus. Deshalb erstmal in die zweite. Ja. Okay, dann wär's das auch schon bezüglich der 2 Laien. Und jetzt haben wir noch Leute, die wir gern verpflichten wollen. Wollen wir gleich starten Ja, warum nicht? mit dem Cracker, den ihr Warum jetzt schon nicht? kurz gesehen habt. Es geht nämlich um Monsieur Thierry Henry, der verdammt leistbar ist, also eine Empfehlung an jeden da draußen, der den Manager spielt und mal auf die Schnelle einen leistbaren und extrem guten Spieler sucht. Eine kurzfristige Verstärkung für ein bis vielleicht noch 2 Jahre. Ja, 1,8 als Ablösesumme ist ja wirklich ein Schnäppchen für das, dass der plus 1 auf alle Mitspieler gibt. Eine Lifestyle-Ikone ist Publikumsliebling, professionell. Das heißt, die Trikots verkaufen sich auch besser. Und mit den Werten, gerade im Elfmeter- und Freistoßbereich, kann man echt was machen. Also, da gibt es schlechtere. Und auch Schnelligkeit und Antritt ist für sein Alter also noch der Hammer, finde Ja, ich. Mit wirklich. 34, normalerweise sind die dann so um die 65 oder so in dem Bereich. Also da ist er schon. Und wie gesagt, ich glaube, ein VfB kann er definitiv weiterbringen. Thierry Henry mit dem VfB Stuttgart. Wer hätte das gedacht? Wir machen es möglich. Und wir versuchen natürlich, ihn auch länger zu halten. Also Also nicht nur während seiner aktiven Spielzeit, sondern. ein Rentenvertrag. Genau. Der übernimmt So. mal unseren Trainerposten. Wenn wir nicht mehr sind, ja, genau. Er ist ja auch um so vieles jünger als wir. Stimmt. So, da ist jetzt die Frage, kann man irgendwas machen? Kann man den irgendwie mit dem reden? Also wir können ja nur einmal pro Woche quasi mit einem von unseren Dingen Ja. reden. Frage ist dann, welchen von beiden wir. Na, ich kann gerade gar nicht mit Ori reden. Na, mit dem reden kannst du über Transfervorbereitung da oben da bei den Reitern. Ja, hier geht's zum Beispiel Vertrag, Transfervorbereitung. Genau.
Genau, aber hier nicht bei Henri. Bei Henri geht das nicht. Nö. Doch. Ich habe nichts gesagt. So. Ja. Ja. Den Spieler loben. Wie gesagt, ist die Frage, ob wir den einen oder den anderen wollen. Du weißt ja, bei dem haben wir jetzt, wir können nur einmal pro Woche. Das heißt, entweder wir müssten warten mit dem anderen, den ihr jetzt leider auch noch nicht kennt. Den anderen. Der andere. Ja, ist die Frage, ob wir das bei dem jetzt machen oder ob wir zuerst mit dem. Mir egal. Mir auch. Ich würde wirklich Henri ganz gern gleich holen. Dann machen wir das doch einfach so. Wo war der jetzt wieder? Wo ist er hin? Tada! So, Vertrag, Transfervorbereitungen. Er ist mein Lieblingsspieler. Er ist auf unserer Beobachtungsliste. Ich bin daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Ich will ihn in meinem Team haben und ja, du solltest nichts unterschreiben, ohne mit uns zu sprechen. Also Oder ich du würde. solltest nicht in Rente gehen, ohne mit uns zu sprechen. Also Lieblingsspieler ist eine blöde Idee, weil du siehst ja da links Kakao-Liebling. Deshalb würde ich von den mit der Presse über Spieler reden, von den unteren beiden, glaube ich, eins nehmen. Entweder ihn interessiert ihn unter Vertrag zu nehmen oder ich will ihn in meinem Team haben. Oder? Ich glaube, das ging ja beim 12er auch noch nicht. Das dürfte auch was Neues sein. Was denn? Das mit dem? Dass man eben diese Gespräche führen kann, diese Vorabgespräche. Nee, das ging beim 12er auch schon. Okay. Man hat es nur ignoriert oder oftmals ignoriert, weil vielen war es teilweise egal. Was Aber wir jetzt so ausgetestet haben, ändert sich auch nicht viel dadurch. Er ist halt nur gewillt, dazu kommen, aber ja gut, das. das kann manchmal halt das Zünglein an der Waage sein, aber ja. Es schadet dem Transfer zumindest nicht, wenn du vorher mit ihm geredet hast. Im Gegenteil. Sie sollten dies nur sagen, wenn Sie den Spielern in den nächsten 6 Wochen ein Angebot machen wollen. Ja, das wird ja gut hinkommen. Na gut. Aber nur weil das da steht. Oder ich will ihn in meinem Team haben, können wir natürlich genauso nehmen, weil wir verpflichten ihn ja gleich. Da ist halt die Frage, ob das gut ist. Sie zeigen ihm, dass sie absolut alles unternehmen werden. Das ist Na. für einen Verein ja auch wieder so ein Symbol. Ja, dann gehen wir aber vertraglich ein bisschen hoch. Oder so, ja, Ja, wir ich sind wäre auf. interessiert. Ich würde auch sagen. Interesse, na bitte. Eigentlich müsste es jetzt aber schon funktionieren, wenn wir ihm jetzt ein Angebot machen. Also von ihm her, auf geht's. Thierry, komm zu uns. Um 1,8. Um 1,8. Zeitpunkt sofort. Wir bitte. Würde ich alles so lassen. Ja. Und er hat das Angebot vorliegen. Na, schauen wir mal, was er sagt. Ja, und da können wir eigentlich auch gleich ins nächste Spiel hüpfen. Ja, wir haben ja jetzt auch wieder ein Vorbereitungsspiel, ne? Gegen Wuppertal. Die Angebote sind dabei abgegeben für Can, Bonsier und Henri. Die Franzosen-Armada. Müssen wir aufstellungstechnisch, sollen wir irgendwie noch unsere Jüngeren mal ein bisschen ins Team reinschmeißen, so Holzhauser, Ja, gute Idee. André Weiß mal wieder auf die Bank, ich weiß gar nicht, warum der da wieder, achso, weil Marc Ziegler noch ein Tick besser ist, so von den Werten hin zumindest. Holzhauser defensiv. Wen haben wir gesagt? André Weiß. Weiß entweder auf die Bank oder sofort spielen lassen. Das können wir machen, aber wir können ihn auch Halbzeit spielen lassen und dann. Oder lass mal gleich spielen. Ist ja nur Wuppertal. Ja, arg viel mehr Möglichkeiten haben wir scheinbar gar nicht. Ist die Frage, ob wir noch aus der zweiten noch jemanden mit hochholen? So. Oder Torun? Torun können wir auf jeden Fall mal reinbringen, ja. Statt Traoré? Mein Traoré würde ich trotzdem auf der Bank lassen, dann können Ja. wir vielleicht da ein bisschen austauschen. Sonst? Niedermeyer, soll man Molinaro nochmal für Boca, dass der ein bisschen fit wird, der Molinaro? Der hat Ja, von den klingt gut. Fitnesswerten her nicht so. Oder du meinst eher für Quist oder so, dass wir den ganz auf die ganz rausgeben? Ne, Molinaro, wenn der durch das Spielen kriegt er ja Fitness.
Deshalb hätte ich den eher Achso, ja, ich sehe ich. aufgestellt. Was du gemeint Ja. hast, war die Die Frische. Frische. Und da Und sieht's das ja sieht ja ganz für gut Alter aus. ganz gut aus der Harnik, aber Ja, gut. der ist ja nur im Mittelfeld. Der muss ja nur die ganze Zeit laufen. Ja, eben. War ist ja völlig wurscht. Du sagtest da eventuell Wir können zweite Mannschaft ja oder mal drauf schauen. Ich weiß nicht, vielleicht, Jugend? wir haben ja eh gesagt, Innenverteidigung ist ein kleines Problem, ob man nicht einfach Rüdiger oder so jemand Ja, das wäre aber nicht die, das wäre Rüdiger nach mal vorholen. in die erste mal hochholen, zumindest mal für die Testspiele. Und auch für die erste Mannschaft, falls wirklich jemand ausfällt. Ja, passt. Wollen wir mit dem vorher noch reden? Können wir machen, ja. Was können wir dem denn anbieten, Schönes? Wenn du in die erste Mannschaft willst, musst du mir kommen. Genau, sag mal ihm und Das holen hoch. halbe Sekunde später kommen wir und nehmen wir ihn nach oben. Das war super. Genau, mach genauso weiter. Robustheit 67. Da können wir natürlich versuchen, ob wir den körperlich stärker nochmal bringen. Kann auch nach hinten losgehen, aber probieren wir es einfach mal. Was soll passieren? Verspricht in den nächsten Wochen zusätzliches Krafttraining. Ja, perfekt. Als Dank holen wir dich rauf. Nichts anderes wollten wir sehen. Richtig. Ich meine, mit dem müssen wir definitiv noch ein bisschen arbeiten hier, aber ja, er hat von den Talentpunkten her und auch vom Alter durchaus noch Ambitionen, würde ich sagen. Für wie lang? Drei oder 3 Wochen? Wie spät? Was haben wir? Mitte Juli, ne? Ja, machen wir 3, 4 Wochen, oder? Je nachdem. Passt. Passt, dann brauchen die wieder einen neuen da unten. Okay, und wir holen uns den Rüdiger. Rüdiger Antonio in Wo dem wollen Fall. wir den haben? Statt Massa oder Daski? Ja, ich würde ihn mal mit Metaski zusammenspielen lassen, glaube ich. Und dann Niedermeier auf der Bank, das passt auch, finde ich. Dann kriegt er vielleicht auch noch die eine oder andere Minute. Ja, oder Niedermeyer mit Husky. Mit Rüdiger, meinst du? Richtig. Für Husky, wie auch immer. Ja, kann man auch machen. Ja, dass einfach die ein bisschen Spielzeit kriegen. Ja, passt. Wen haben wir noch? Heiner. Ja, nee, können wir eigentlich fast so lassen, oder? Mal schauen, Jugend, haben wir da noch jemand? Ach ja, unser Dario. Dario. Stimmt. Dem können wir ja auch Haben wir sagen. den jetzt, dem haben wir ja schon ein Angebot gestellt, oder? Wollten wir erst machen. Wollten wir erst. Aber wir können ihn ja zumindest mal in die erste trotzdem hochholen. Ja. Für 2, 3 Wochen oder so. Oder für, wegen mir auch für 3 oder 4. Vertrag in den Kader berufen? Nein, nee, das war Aktion durch. Doch. Nee, in Kader berufen war schon richtig. Und dann für 4 Wochen in die erste Mannschaft. Genau, und dann kann er da mal ein bisschen zeigen, was ob er und was er kann. Wenn wir in Vorbereitung spielen, das ist eigentlich perfekt. Da sammelt er gleichzeitig nämlich auch Erfahrung dann. Der Dario. Ja, Holzhauser. Nö, Ach macht er so, statt für Gentner. Gentner. Ja, das passt. So, Super. okay. Gut. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, Sicherheitsalbert. Falls wir verlieren, nein, Quatsch. Wir laden alles nochmal neu. Nein, 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 nein. Da habt ihr ja im Hamburg-Spiel schon gesehen, wir laden nicht nochmal neu. So, sollen wir noch Torgesang einstellen? Können wir machen, ja. Hier jetzt oder Nee, das wäre jetzt bei Soundoption gewesen. Dann halt im wo? nächsten Spiel. So. Kommt im Das letzte Videotext Mal hat es ähnlich. auch gut geklappt, gepasst, das Auflaufmusik. Kommt im Videotext aber eh nicht, soweit ich weiß. Okay. Nur im Textmodus oder eben 3D. Was wollen wir dem sagen? Keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Sie sollen ja schon ein bisschen zeigen, was sie können, oder? Passt. Wir haben ja, wie gesagt, nachdem er die Dinger ja noch gewinnen kann, diese Ansagenpunkte können wir ja da ruhig mal einen raushauen.
Und Ibisevic schießt das 1 zu 0. Sehr Und schön. gleich das 2 zu 0 durch ein Eigentor. Scheint so, ja, weil den kenne ich nicht, Wiewerink. Nett. Klingt für Okay. verletzt, ne? Kakao mit einer gelben Karte. Halbzeit so. So, wird es das vorgestellt. So in etwa, oder? Genau, so wie wir es im Training einstudiert haben. Die Mannschaft sollte ein akzeptables Ergebnis erzielen. Das war ja auch das, was wir ursprünglich. Ah, nee, Zweikampf haben wir gesagt. Ja, das passt aber. Oder dasselbe. Auch ein akzeptables Ergebnis. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Passt eigentlich. Im Prinzip brauchen sie ja nur so weiterspielen. Klingt Noch gut. zwei, drei Gegentore vom, zwei, drei Eigentore vom Gegner, dann passt es schon. So, Dario ist überhaupt nicht frisch, stelle ich gerade fest. Den könnten wir mal massieren. Motivieren, nein, kritisieren, nein, massieren. Na, ist immerhin jetzt auf 74. Aber nicht so fest da. Aber nicht so feste. Ja. Okay, von den Noten her ist es ja okay, bis auf. Haare könnten wir auch noch durchmassieren. Oh ja, gute Idee. Ja. Hier. Und Dann wen noch? Kakao? vielleicht Torun. Der hat auch Der noch Torun. Duai Torun. so, und dann noch ein bisschen motivieren, oder? Ja, da würde ich sagen, den Kakao braucht man. Der braucht eine Motivation. Mit 4,5 als Stärke. Wenn die Moral ist schon mal besser geworden. Ja. Weiß vielleicht im Tor. Ja. Motivation. Motivation. So, jetzt haben wir noch drei. Ist die Frage, ob man. Ja, gut, den Holzhauser können wir mal loben. Das auf jeden Und dann Fall. vielleicht Sakai und Molinaro noch ein bisschen mit ihren 3,5. Ibisevic können wir auch loben. Einen haben wir noch, oder? Ja, Sakai oder Molinaro, würde ich sagen. Ich hätte gerade Niedermeyer noch gelobt, aber 2,5 ist so an der Grenze. Ja, dann nehmen wir dann Sakai. Sakai. Den Motivieren. Sakai. Ich Ich weiß, ich weiß, ich weiß. weiß. Es Was, nicht mal eine Reaktion? Oh, das ist ja aber nicht mal dürfte ihnen Moral relativ verpasst. egal sein. Ja, ziemlich. Okay. Dann weiter. Auf geht's. Auswechseln wollte man nicht. 3-0. Ja, Ibisevic Ibišević. legt los. Wenn der mal Vorlage Kakao, das heißt, die spielen auch einigermaßen zusammen vorne. Super. Ja, Schön. passt. Haben wir das auch? Sehr. Und obwohl wir eigentlich im Prinzip mehr oder weniger unsere B11 haben laufen lassen, also Ja, ja, wir haben schon das nicht. ordentlich durchgetauscht. Ja. Ja. Super Sache. Und jetzt? Ibisevic mit einer 1. Sauber. Und jetzt sollten wir schon die neuen im Team Nee, den haben wir nicht. haben. Das hätten wir gemerkt, glaube ich, wenn wir welche im Team gehabt hätten. Ja gut, die kommen jetzt gleich. Ja, wir müssen ja erstmal Gehaltsverhandlungen führen, oder? Achso, Naja gut, du die meinst beiden die ja Laien können aus. wir gleich Stimmt. schnappen. So, Ori ist sich einig mit uns, mit 1,8 Mille. Er freut sich, dass wir vorher mit ihm geredet haben. Er freut sich eigentlich Äußerst, nur. äußerst positiv. Ja, vor allem macht keinen Hehl daraus, dass er einem Wechsel zu Ihnen nicht abgeneigt wäre. Das klingt ja auch schon. Ja. Da hat sich jemand mit dem VfB beschäftigt, hä? Mindestens 2 Jahre, ja, das war auch so unser Plan. Ja, passt eigentlich. Wenn er seiner letzten Saison mehr als 20 Spiele macht, muss sich sein Vertrag automatisch verlängern. Ja, okay. Mein Gott, notfalls soll er halt Hau noch mal 3 Jahre raus. spielen. Oder wir Ja. lassen ihn halt nur 19 Spiele machen. Nee, Böse. 20 müsste eigentlich noch gehen, oder wenn er mehr als 20 Spiele Boah, macht? das Grundgehalt ist ein bisschen heftig. Okay, aber du bist mein wichtigster Spieler, klingt mir jetzt auch nicht. Mach mal nicht zu weit runter. Regel eigentlich, ne? Da wahrscheinlich schon ins
Ah. Ähm, 2-1, ja. das Grundgehalt erscheint mir viel zu niedrig, aber wir können 1,9, ha? 1,9 auf, ja, wieder zu uns kommen. Ob er dann kommt, ist halt die Frage, aber wir können ja vielleicht mit den Parametern noch ein bisschen was machen. Ja, genau, was wir auf jeden Fall machen können, ist diese. Ne? Ja, Anteil am nächsten Verkauf, gerne, gerne. Macht er gleich mal auf 10. Machen wir 10%. Aus dem Posten am Posten, Karriereende. genau. Ah, das Das gefällt ihm gut. Option für Spieler, Verein, weiß ich nicht. eigentlich eher nicht, ne? Abstieg können wir noch reinmachen, glaube Ja, ich. richtig. Wobei es jetzt nicht wirklich viel rausreißt, aber egal. Gehaltskürzungen können wir wegen mir rausmachen. Er soll ja gar nicht Der mit uns abstimmen. Abstieg, 5%, genau. Ja, oder rausnehmen. Ist ja im Noch Prinzip besser. egal. Es soll ja eh nicht. Wir wollen eh nicht absteigen, Richtig. wenn es nach uns geht. Und jetzt können wir wieder ein bisschen runterdrücken. Ja. Oder wir schicken ihm noch ein bisschen Handgeld. Dass man ihm kurzfristig Geld. Das nervt mich ein bisschen an dem Manager. Muss ich sagen, das ist ein kleinerer Bug. Hast du das auch auf und zu? Ich glaube, ich mache keinen Schiebe, also benutze es selten als Schieberegler. Aber meistens steht da entweder schon was oder ich schreibe halt was rein. Okay. Ja, aber sieht doch, also wenn er für den Preis kommen würde, das wäre schon mal echt gut. So, das ist das Minimum. Das heißt aber noch nicht, dass er dafür kommt, aber ja. Im nächsten Jahr wirst du mein Captain. Na, ich weiß nicht, wie welche Werte der hat. Das könnte man maximal im letzten Jahr ihm dann sagen, wenn er quasi schon keinen Vertrag mehr hat. Also im nächsten Jahr wärst du Kapitän geworden. Dröhlt. Im Abschiedsspiel, okay? Na, probieren wir es mal so, ne? Ja, schick mal weg.